Ja, hallo allerseits. Letztes Jahr haben wir das allererste Mal eine PDFOA-Studie durchgeführt. Unser erstes Opfer waren die deutschen Bundesministerien. Und es war von vornherein beabsichtigt, dass wir natürlich das in regelmäßigen Abständen, das heißt jährlich, wiederholen. Wir haben das letztes Jahr gemacht, noch anonym. Wir haben nur die Bestplatzierten benannt, haben aber dort auch schon angekündigt, ab dem nächsten Jahr, also ab heute, wird es anders sein. Das heißt, wir werden heute ein richtiges Ranking sehen mit Namen, Adresse und so weiter. Gut. Also das nur mal zu dem Hintergrund. Und bevor ich jetzt richtig loslege, kurze Frage noch. Wer war denn dabei letztes Jahr schon bei dem Vortrag? Okay, ungefähr die Hälfte. Gut. Okay. Ich muss noch ein paar Worte vorneweg schicken, bevor wir dann zu den richtig harten Daten kommen. Und deswegen fange ich mal an, was wir denn tatsächlich wissen wollten, wie das Studiendesign ist. Das ist bei Studien ja immer wichtig. Ja. Das heißt ja immer, also vertraue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Also deswegen wollen wir mal zeigen, was wir daran, also wie wir gefälscht haben, also wie wir sie aufgebaut haben, einfach wie unser Studiendesign war, damit es jeder nachvollziehen kann. Und wie jede Studie hat auch unsere Studie natürlich bestimmte Limitierungen. Und da gehen wir offen mit um, muss man einfach wissen. Die werde ich dann auch benennen. Was wollten wir wissen? Natürlich war unser Hauptanliegen, dass wir herausfinden wollten, wie ist eigentlich der aktuelle Stand der PDF-Barrierefreiheit bei den deutschen Bundesministerien. Besonders natürlich im Vergleich auch zum letzten Jahr. Und wir haben letztes Jahr schon einen Algorithmus, einen Index vorgestellt. Wir haben ihn noch nicht so benannt. Der heißt ab heute, ab diesem Jahr PDFUA-Index. Ja, das haben wir damals noch als PDFUA-Qualität, Wert für die PDFUA-Qualität. Wir sagen jetzt aber PDFUA-Index, weil es bezeichnet ja nicht, es steht nicht für die gesamte PDFUA-Qualität, sondern nur für die maschinenprüfbaren Anforderungen. Deswegen ist es eher wie so ein Index, ja, wo man sagen kann, so Pi mal Daumen, es geht in die richtige Richtung oder nicht. Und wir werden natürlich auch in diesem Jahr das erste Mal eine Rangliste der Ministerien zeigen, im Hinblick auf diesen PDFUA-Index. Wir wollen das einfach sichtbar machen, in gewisser Weise auch belohnen. Wer engagiert sich dort? Wer steht da gut da? Ja. Und wir werden sehen, was hat sich im Vergleich zum Vorjahr verändert. Wir gehen ja immer davon aus, dass es besser wird. Ja? Ja, oder? Ist doch so, eigentlich. Und die Frage, die uns auch beschäftigt hat, ist PDFUA bei den Ministerien inzwischen stärker verankert als letztes Jahr? Ja, da gibt es ein so ein Indiz. Gibt es denn jetzt mehr Dokumente mit dem PDFUA-Index 100, also die schon mal alle maschinenprüfbaren Anforderungen erreichen? Das zeigt schon mal deutlich, die kommen nicht einfach so, irgendwie, die schlüpfen nicht zufällig raus, sondern da gehörten, ja, also Schweiß gehört dazu und harte Arbeit, um sowas zu erstellen, wenn man die falschen Programme hat, wie wir ja gehört haben, beim Dirk Fröhlich vorhin im Vortrag. Und mit welchen Programmen werden die Dokumente erstellt? Also uns interessiert es natürlich besonders, überhaupt als Softwarehersteller, aber ich glaube, das ist auch für andere interessant. Und wir haben nämlich unsere Prüftechnologie erweitert, dass wir die Metadaten, dass wir dort auch den Creator und den Producer, also mit welchen Programmen denn die PDFs erstellt sind, dass wir das auch mit auswerten und ins Verhältnis setzen mit dem PDFOA-Index. Das heißt, wir können sagen, zum Beispiel hier aus Word heraus, also die Word-eigene Konvertierung, was ich schon mal sagen kann, keine 95%, ja, also von dem PDFOA-Index, und da können wir Vergleiche machen. Dann wird es richtig spannend. Ja? Genau. Also das wollten wir wissen. Studiendesign, wir haben alle 14 Bundesministerien ausgewählt, also gecrawlt, und wieder Zeitraum ein Jahr. Das hat jetzt angefangen, also wir haben das Datum eingegeben, 1.4.2016 bis 31.3.2017. Das muss einen gewissen Vorlauf haben. Was wir aber schon gesehen haben, teilweise,
Gecrawlt haben wir dann nicht irgendwie am 1.3., sondern natürlich später, aber mit diesem Zeitraum. Und dann ist es, kann es natürlich Dokumente geben, die dieselbe Adresse haben und aber danach noch irgendwie ausgetauscht wurden. Also das nur, weil es kann manchmal sein, kam dann auch vor, haben wir gesehen, hat uns erstmal gewundert, dass es Dokumente gibt, die dann ein späteres Datum hatten, aber ist klar, wenn die ausgetauscht werden, aber von ihrer ursprünglichen URL in diesem Zeitraum fallen, dann sind die Daten drin. Prüfkriterien, jeder, der den PDF Accessibility Checker einsetzt, kennt die Prüfkriterien, die maschinenprüfbaren, also die auch in dem Bericht verankert sind. Das sind die maschinenprüfbaren Anforderungen gemäß des Matterhorn-Protokolls. Und für den Index haben wir die noch gewichtet, ja, weil es gibt ja ganz unterschiedliche. Letztendlich wäre es ja so, wenn man sagt, naja, der PDF-Identifier fehlt, so als Beispiel, macht das Dokument nicht völlig unzugänglich. Wenn aber die falschen Sicherheitseinstellungen gesetzt sind, dann kommt man komplett nicht an den Inhalt ran. Ja, mit einem gibt es da einen Zusammenhang, irgendwie, wenn ich irgendwo stehe? Oder? Okay. Genau. Wie gesagt, wir haben die Metadaten neu dazu genommen, Erstelldaten, Erstellungsprogramm. Und wir haben natürlich wieder, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, Detail- und Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, also dass wir wirklich gesagt haben, oh, hier mal das Dokument nehmen wir runter, prüfen es von Hand gegen, stimmt es mit dem, was wir ja, sozusagen in dem Schnelldurchlauf herausbekommen haben. Und alle Dokumente sind dokumentiert mit Download-Datum, URL und Testergebnis. Die Limitierungen ist bekannt, Maschinenprüfungen haben einfach die, also wenn man schnell und große Mengen prüfen möchte, muss man auf automatische Prüfungen gehen. Das heißt, und das ist nämlich hier quasi das, was auch auf jeder Zigarettenpackung steht, also so eine gewisse Einschränkung. Es wäre gefährlich, jetzt zu sagen, diese Dokumente, alle, die jetzt den PDF-OA-Index 100 haben, die sind barrierefrei. Ja, da fängt barrierefrei ja erstmal an mit diesem PDF-OA-Index 100. Müsste man noch die tatsächliche Semantik prüfen, ja? Wie gut sind die denn dort? Und es gibt einige Prüfpunkte, einige PDF-OA-Anforderungen, die immer nur ein Mensch prüfen muss. Ja? Das müsste man natürlich mit diesen Dokumenten noch machen. Aber man kann trotzdem schon ein Urteil fällen und sagen, Moment, PDF-OA-Index von 100 ist schon mal eine gute Basis, die haben sich irgendwie bemüht, das passiert nicht zufällig. Ja? Und wir haben ja letztes Jahr auch diesen Test gemacht. Die 100er Dokumente haben wir manuell geprüft und es gibt eine eindeutige Korrelation. Das heißt, wenn ein Dokument die 100 erreicht, dann hat es ganz oft auch eine gute Semantik. Die Quote war dann bei 2% der Schwarzer Schafe, ja, wo man dann irgendwie, wo zwar 100 erreicht wurde, aber trotzdem keine Semantik vorhanden war. Ja. Aber deswegen gibt es da schon so eine gewisse Korrelation. Was wir nicht gemacht haben, war, dass wir geprüft haben, sind die Dokumente jetzt gekennzeichnet? Manche machen das ja, viele Ministerien machen das, dass die sagen, hier, wir veröffentlichen ein PDF, aber es ist nicht barrierefrei, wir wissen das ja. Ja? Nee, der Crawler, der unterscheidet nicht, der zieht natürlich alles runter. Was er findet, ist nämlich auch schon wieder eine Limitierung, der Google Crawler hat natürlich auch gewisse Vorlieben oder sowas, er findet sehr viel, aber man kann nie garantieren, dass er tatsächlich alle Dokumente herunterzieht. Und wir haben auch nicht überprüft, ob denn das ja legitim wäre, wenn das PDF nicht barrierefrei ist und der Inhalt als HTML zur Verfügung steht, ja, ob es da irgendwie zugängliche Alternativen gibt. Also das ist klar, das war da nicht machbar im Rahmen dieser Studie. Und das habe ich schon erwähnt, das war das nach dem ersten Initiieren, dass sie ausgetauscht werden, also dass es da eine Möglichkeit gibt, dass sie dann ein neues Datum haben. Und bei Metadaten, das hat dann wieder eine ganz eigene Geschichte, die sind nicht so standardisiert, wie man sich das wünschen würde. Ja? Das heißt, wenn man jetzt den Creator und den Producer als Felder nimmt von den Metadaten, dann überschneidet sich das manchmal und man muss teilweise kombinierend die Felder auswerten, um zu sagen, welches Programm jetzt genau dahinter steckte. Ja? Also das ist noch ein bisschen schade, ich meine, wenn wir hier andere Softwarehersteller noch im Raum sitzen haben, man sollte sich mal vielleicht heute Abend ein bisschen zusammensetzen und das irgendwie standardisieren, dass die Metadaten da einfach gescheiter auswertbar wären.
Kurz noch zum PDFOA-Index. Also was ist der PDFOA-Index? Es ist ein Algorithmus. Wie wird er berechnet? Wie muss man seine Aussagekraft einschätzen? Und wir haben, also es gibt den PDFOA-Index pro Ministerium. Das ist aber auch immer ein Wert. Letztendlich wird der pro Dokument erstellt und der pro Ministerium ist dann wieder ein Durchschnittswert aller Dokumente. Ja? Und man könnte das sogar noch weitermachen, dass man sagt, ja, ein PDFOA-Index pro Land. Wir haben diese Studie auch schon für Österreich durchgeführt, das ist ganz interessant. Ja. Für die Schweiz ist es auch angedacht, ist natürlich für jedes weitere Land oder Organisation oder Institution wäre das denkbar, oder für Europa im Vergleich zu Nordamerika oder wie auch immer, ja, Kontinente, Planeten und so weiter, könnte man jetzt im PDFOA-Index weiterspinnen. Und was ist der PDFOA-Index? Es ist eine Kennzahl, die pro Dokument und pro maschinenprüfbare PDFOA-Anforderung berechnet wird. Das heißt, letztendlich ist es so, dass wir jede Anforderung einzeln betrachten, ja, relevant oder nicht relevant, und zu wie viel Prozent ist diese Anforderung erfüllt. Und das gibt dann doch ein relativ gutes Bild über die maschinenprüfbare PDFOA, über die maschinenprüfbare PDFOA-Qualität. So, einfach ausgedrückt könnte man sagen, ist es vergleichbar mit einem in Prozent ausgedrückten PEC-Report. Ja? PEC-Report kennt jeder von dem PDF Accessibility Checker, aber so ein bisschen könnte man das vereinfacht und ausdrücken, und es ist einfach die Qualität gemäß maschinenprüfbarer Anforderungen. Warum ist jetzt ein Algorithmus? Ganz klar, nicht jede Anforderung ist relevant bei jedem Dokument, ja? Und wir müssen eine Gewichtung auch vornehmen. Nicht jede Anforderung ist die gleiche Barriere, also hat die gleiche Schwere, wie ich schon gesagt habe. Und nicht jeder, also dadurch, dass nicht jeder Prüfpunkt relevant ist, müssen wir von einem dynamischen Maximalwert ausgehen. Also jedes Dokument hat quasi, wir legen erstmal fest, Moment, welche Prüfpunkte sind relevant für dieses Dokument, ja? Dann kommt dort ein Wert, also raus, also diese Punkte kommen raus. Wie schwer sind die nach der Gewichtung, und dann kriegt man einen Wert und der wird dann als dynamischer Maximalwert gesetzt, weil nur dann sind die Werte vergleichbar. Ja, dann sind die Dokumente, also dann ist der PDFOA-Index vergleichbar. Gut, also so ein bisschen jetzt Hintergrundwissen zum PDFOA-Index. Und letztendlich wird es bei einem Prüfpunkt, berechnen wir, wie viel Prozent eines einzelnen Prüfpunktes sind erfüllt. Bei manchen Prüfpunkten ist es ganz einfach, da gibt es nur Ja oder Nein und dann ist es entweder 0 oder 100%. Aber bei manchen Prüfpunkten, nehmen wir mal an, es würde jetzt um Alternativtexte für Figure-Tags gehen. Wir haben jetzt irgendwie 100 Figure-Tags festgestellt in diesem Dokument. 80 haben einen Alternativtext, 20 nicht. Also wäre der zu 80% erfüllt, dieser Prüfpunkt. Ja, wenn der dann eine Schwere von 1, 2 oder 3 hat, dementsprechend wird es dann nochmal gewichtet. Ja, aber das ist der Hintergrund, wie dieser Algorithmus berechnet wird. Und letztendlich gibt die Kennzahl, also wir berechnen die Strafpunkte, die dann abgezogen werden für die nicht erfüllten Anforderungen. Und das, was übrig bleibt, ist dann der PDFOA-Index. Und das heißt, bei 100 wurde nichts abgezogen. Ja, das ist ganz einfach. Und das heißt, je mehr abgezogen wird, umso unzugänglicher ist das Dokument. Es gibt aber da auch Zusammenhänge, da werde ich nachher gleich nochmal drauf kommen. Und letztendlich ist das Ziel, 100 müsste eigentlich möglich sein, weil das sind ja nur die maschinenprüfbaren Anforderungen. Ja? Und unter 95, also wenn mehr als 5 Strafpunkte abgezogen werden, kann man eigentlich nicht mehr von Barriere freisprechen. Ja? Also deswegen, wenn ich jetzt diese 95% aufgreife, und wir werden nachher sehen, wie der PDFOA-Index für die einzelnen Erstellungsprogramme ist, dann wird es schwer sein zu sagen, dass man mit den Mainstream-Programmen 95, also einem PDFOA-Index von 95 erreichen kann, im Durchschnitt jetzt. Ja. Und interessant ist, also das ist vielleicht noch eine kleine Schwäche, wir sind am Überlegen, wie wir das noch anders gewichten wollen, weil ein nicht getaggtes PDF kann immer noch einen Wert von 60 haben, der ist einfach noch zu hoch. Ja, weil es gibt PDFOA-Anforderungen, die jetzt nicht an den Tags hängen, sondern an den PDF selber. Ja, und da kann es sein, dass so ein PDF trotzdem noch irgendwie 60 und denken, ja, 60 von 100, auch damit können wir leben. Ja, sagen sich manche, nee, es ist völlig, also
völlig unzugänglich. Das heißt, eigentlich müsste es 100 sein und ab 95 können wir darüber reden, ob man das durchgehen lassen kann oder nicht. Aber alles darunter heißt, ey, nachsitzen, Nacharbeit und so weiter. Ja? Okay, das nur zu dieser Einschätzung. Das waren jetzt nochmal das PDFOA-Index-Volant, das hatte ich ja schon gesagt. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Also das Ganze war jetzt mal so das Vorspiel, um ein bisschen so die Basis zu legen. Grundlegende Zahlen, Anzahl PDFs. Insgesamt haben wir knapp 3000 PDFs analysiert, die wir für diesen Zeitraum gefunden haben. Es waren letztes Jahr noch ein bisschen mehr, da waren wir bei 3500. Und so ist die Verteilung der PDFs über die Ministerien. Ja? Also hier unten mussten wir leider die Abkürzungen der Ministerien nehmen, weil die Langnamen natürlich nicht auf so eine Folie passen. Und man sieht, es gibt da große Unterschiede. Also hier beispielsweise am, ich wollte nicht sagen am rechten Rand des Auswärtigen Amts, sondern auf der einen Seite das Auswärtige Amt mit 64 Dokumenten jetzt in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Und auf der anderen Seite das BWI mit 456 Dokumenten. Und was man schon sagen muss, natürlich, also ich glaube, wenn man liegt auf der Hand, bei weniger Dokumenten könnte man es ja vielleicht leichter hinkriegen, ja, wie wenn man so eine riesige Masse hat. Was wir auch festgestellt haben, es gibt einen hohen Anteil an Dokumenten, die nicht von dem Ministerium selber stammen, die aber auf der Seite zur Verfügung stehen. Ja? Das heißt, dieses Problem haben nicht nur die Ministerien, sondern sie müssen dieses Problem eigentlich weitergeben, ja, an alle Zulieferer. Und oder sie dürfen das nicht veröffentlichen. Das ist immer die Frage, da wird dann gestritten, naja, eigentlich ist der verantwortlich, der es auf seine Seite setzt. Ja? Aber irgendwie müssen sie das dann halt den Druck weitergeben. Gut. Und man sieht, es gibt so drei, die wirklich über 400 Dokumente veröffentlichen pro Jahr. Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, genau. Und BMF, Bundesministerium für Finanzen. Rein von der Zahl her. Ja? Sagt noch nicht über die Qualität aus, es ging nur mal um die Menge. Schauen wir weiter. Nächster Schritt war, dass wir natürlich erstmal festgestellt haben, Moment, wie viel dieser PDFs, die veröffentlicht werden, weisen da Tags auf? Ja? Also das wäre die Grundanforderung, wo das mit Prüfenden vielleicht mal ein bisschen interessant sein könnte. Und da gibt es ja dann schon auch so eine gewisse Rangliste. Ich fange jetzt erstmal an mit diesem Durchschnittswert. Über alle Ministerien hinweg sind es 57% der PDF-Dokumente der deutschen Bundesministerien, die PDF mit Tags aufweisen. Ist noch kein Qualitätskriterium. Ja? Weil wir haben das ja gehört, beim Herr Fröhlich, manche Programme, die spucken die Tags einfach automatisch aus und man hat fast Mühe, die Tags abzustellen, ja, beim Erstellen. Das heißt, das ist die Standardeinstellung bei manchen Konvertierungen und dann kommen die automatisch rein. Das heißt, das ist jetzt noch kein Qualitätskriterium. Aber allein dort gibt es schon eine große Verteilung. Ja? Also den niedrigsten Wert hat hier das Bundesministerium für Finanzen mit 75,7%, also knapp etwas über ein Viertel, die überhaupt mal Tags aufweisen. Und auf der anderen Seite das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die den höchsten Prozentsatz, 83,6% ihrer Dokumente weisen Tags auf. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der Vergleich, jetzt der Jahresvergleich dann, also zu 2016 war, also orange ist wieder der Wert 2017, der aktuelle Wert, jetzt habe ich hier hervorgehoben die 2016er Werte und da sehen wir zum Beispiel, dass der Wert, der Durchschnittswert von 57, also letztes Jahr noch 57,6 war und dass wir da einen gewissen Rückschritt haben. Ja, ist so. Woran es liegt, gut, kann man dann noch überlegen, aber dieser Rückschritt, man sieht es ja auch, bei relativ vielen, es gibt manche, wo das ein ziemlich großer Rückschritt war. Zum Beispiel hier beim Bundesministerium für Verteidigung, die letztes Jahr noch 53,8% hatten und hier knapp auf 57% runtergesackt sind. Ja? Also
Es ist so eine Tendenz, man sieht es jetzt im Vergleich dieser Balken, bei ganz vielen geht es ein bisschen runter, bei manchen sehr viel und einige wenige, wo es mehr geworden ist, dieser Anteil. Eine Frage? Ja, gibt es da auch einen Vergleich, welche Autorenwerkzeuge da eingesetzt wurden? Hat das noch ausgesetzt? Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Habt ihr jetzt in diesem Jahr nur die neuen Dokumente geprüft oder die, die schon älter waren, auch nochmal mitgeprüft? Nee, wir haben die Dokumente geprüft, die in diesem Jahr, also die in dem nächsten, also wir haben ja quasi vom 1.4.2016 bis 31.3.2017. Ja. Für diesen Zeitraum haben wir geprüft, die andere Studie war ein Jahr davor. Das heißt, wir haben nicht alle genommen, sondern eingeschränkt auf dieses Jahr. Ja. Genau, weil wir ja auch sehen wollen, weil die Altlasten können das manchmal ein bisschen verfälschen. Ja. Ja? Und das heißt, es steckt natürlich schon auch ein bisschen ein Trend da drin. Ja? Ich kann nur sagen, das Bundesumweltministerium, das sind die Agentur, die das machen. Es ist so, dass PDFs zum Teil erst veröffentlicht werden ohne Text, dann nachgezogen werden, nachbearbeitet werden und dann unter dem gleichen Dateinamen danach bei jeweils mit Text veröffentlicht werden. Die Frage, habt ihr diese ganzen Nachbearbeiteten dann nachgezogen oder habt ihr nur einmal runtergekreuzt, die erste Veröffentlichung, die ersten Dateinamen und einer URL? Nee, also das, so kommt es zustande, das ist eine gute Erklärung für das, dass wir ja bis zum 31.03. gecrawled haben, aber manche Dokumente ein späteres Änderungsdatum hatten. Das heißt, das ist dann dadurch zustande gekommen. Und das heißt, letztendlich, ja, das macht ja nichts aus, ja, weil letztendlich nehmen wir den Stand in diesem, also zu diesem Zeitpunkt. Da kann es sein, die vorher ausgetauscht waren, die sind natürlich dann mit dem Text drin. Könnte sein, dass gerade ein paar wenige, die jetzt ganz frisch reingestellt wurden, noch ohne Text sind, aber okay. Aber deswegen kann es verschwanden. Ja. Okay, gut. Vielen Dank ja, für diesen Hinweis. Gut, schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, es ist ja noch keine qualitative Aussage. Okay. Und jetzt schauen wir uns den BDFUA-Index an, der Ministerien im Vergleich. Und da sehen wir, im Durchschnitt haben wir 74,7%, ja, also 74,7 diesen Index, nicht Prozent, sondern der BDFUA-Index. Und wir haben hier das Bundesministerium also für Umwelt mit 90,3, was natürlich, es war letztes Jahr schon führend an der ersten Stelle und diesmal auch wieder. Also deswegen, ja, motiviert ja, ist eine gute Arbeit, also das ist... genau. Und wir sehen aber, dass es dann relativ schnell nach unten geht, dass es ein breites Mittelfeld gibt, ja, so zwischen 80 und 70 und dass zwei Ministerien hier ziemlich abfallen. Jetzt schauen wir mal an, wie der Vergleich dann aussieht jetzt mit dem letzten Jahr. Da sehen wir zum Beispiel, dass der Gesamtindex natürlich auch nach unten ging. Wir haben ja schon weniger getaggte PDFs, aber auch von der Qualität ging es nach unten. Und selbst bei dem Spitzenreiter, der hatte letztes Jahr noch eine höhere Qualität. Da war er kurz davor, die 95 zu knacken, ist jetzt etwas zurückgefallen. Ja? Das heißt, wenn es um die PDFUA-Qualität geht, müssen wir leider sagen, dass es einen Rückschritt jetzt in diesem Jahreszeitraum gegeben hat. Hier nur mal kurz eine Visualisierung, was es denn bedeutet. Also wir haben ja gesagt, 95 müsste erreichbar sein. Das sind so Leitlinien, die sind auf dem Bahnsteig im Bahnhof Stuttgart. Wer dort schon mal umgestiegen ist und blind ist, der, ich frage jetzt nicht, ob einer da ist, weil die kommen gar nicht hier an, weil die finden nicht mehr da raus aus dem Bahnhof, weil man sieht einfach, wenn Informationen fehlen oder unterbrochen sind, da hat man fast keine Chance, irgendwie sich da durchzunavigieren. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, wenn 95% oder weniger der Informationen in einem Dokument sind, ja, wie das einen beeinflusst. Es sind natürlich noch Relikte da, aber wie die im Kontext sind und ob man tatsächlich zum Ziel kommt, die gesuchte Information findet, ist dann wieder eine andere Geschichte. Deswegen, man kann grundsätzlich so vier Kategorien einteilen, natürlich die 100er-Kategorie, größer oder gleich 95, weil das sind Probleme, die man an für sich gut in den Griff kriegen könnte. Man kann schon von Barrierefreiheit sprechen, ja, kleiner 95, die aber Text haben und die ganz ohne Text. Und da haben wir auch eine Auswertung, jetzt schauen wir uns mal die Dokumente an, die den 100er-Index haben, dort auch wieder das Bundesministerium für Umwelt die mit 44% der Dokumente, die den 100er-Index knacken. Ja, also das ist schon mal ein ziemlich guter Anteil.
Und man sieht, das Verfolgerfeld ist erstmal relativ weit abgeschlagen und es gibt einen großen Bereich, mindestens die Hälfte, die haben vielleicht ein oder null Dokumente, die den 100er-Index knacken. Und wenn wir dann zu der nächsten Kategorie kommen, 95 oder höher, dann sieht man, das ist relativ, da gibt es nur ein Ministerium, also das für Bildung und Forschung, das da einen hohen Anteil hat. Bei den anderen sieht man, entweder setzen die wirklich auf den 100er, ja, oder sie sind dann ganz schlecht. Ja, also das sieht man dann auch ganz klar. Das ist nämlich dann die nächste Kategorie, kleiner 95, aber noch getaggt. Ja, das ist relativ ein hoher Anteil, sieht man, das haben dann die meisten. Und das letzte sind jetzt quasi die ungetaggten. Da hatten wir auch schon gesagt, schon neben, hatten wir vorhin schon gesehen, wie die Verteilung dort ungefähr ist. Grundsätzlich sagen wir intern immer, wenn es 95, da lohnt sich das, das werden wir auch morgen sehen. Der Michael Holzer vom Sozialministerium in Wien, die haben auf Basis der Ergebnisse der letztjährigen Studie sich das auch so rausgenommen, haben die 95er genommen und die konnten sehr schnell fixen. Also die haben dann quasi Schritte definiert, wie man mit diesen Sachen umgehen muss. Teilweise die wurden zurückgeschickt und die musste man halt irgendwie neu taggen. Irgendwie so haben die sich das dann bereit zurechtgelegt. Und er wird morgen dazu einen Vortrag halten, wie sie denn damit umgegangen sind. Das ist bestimmt auch ganz spannend. Und jetzt kommen wir auf die Anzahl der 100er Dokumente, jetzt die absolute Zahl. Und da sehen wir auch wieder natürlich Bundesministerium für Umwelt mit 85, dann Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 44, also die absolute Zahl. Wir haben jetzt 207 Dokumente, die in dem aktuellen Zeitraum veröffentlicht wurden, die den 100er-Index geknackt haben. Und im Vergleich zum letzten Jahr sehen wir, ja, es ist mehr geworden. Also ich bin ja froh, weil wenn man so eine Studie macht, eigentlich möchte man immer gute Nachrichten verkünden und zumindest, ups, hier nochmal für die Fotosession. Das heißt, die Anzahl der Dokumente mit PDFUA-Index 100 ist um 58% gestiegen. Das heißt, es gibt dieses Engagement, ja, es gibt schon Leute, die sich wirklich darum bemühen, ja, und es ist eigentlich angekommen, PDFUA. Und das finde ich wieder die ermutigende Nachricht hier. Kommen wir noch zu diesen Metadatengeschichten. Und das beginnt mit, sprechen wir Dokumenttitel. Das ist eigentlich eine einfache Anforderung. Dokumenttitel soll als Fenstertitel gesetzt sein. Das ist die erste Information, die beispielsweise ein Screenreader-Nutzer mitbekommt. Und Sie haben ja gesehen, es war jetzt vielleicht ein bisschen trocken oder es war ein bisschen, ja, Rückschritte sind immer ein bisschen frustrierend. Aber was uns wirklich Spaß gemacht hat, wir haben so eine Rangliste aufgestellt, war so ein kleines Spiel. Welche sind die Top 10 der besten Dokumenttitel, die wir gefunden haben? Das fängt, also hier Platz 10, ich fange von hinten an. Das ist Dokument, ist natürlich sehr sprechend, man weiß sofort, was sich dahinter verbirgt. Ist hier zum Beispiel so eine Stellungnahme zum Referentenentwurf und so weiter, ja. Also, klar. Null, auch eine nette Sache, haben wir auf Platz 9 gewählt. Aber hier Entwurf für Tabakerzeugnisgesetz, ja, null, also drückt so eine gewisse Wertschätzung aus. Untitled, das ist jetzt eher für die Leute, die jetzt eher so auf Kunst stehen und sich nicht auf einen Titel festlegen wollen, ja, war dann hier so ein Bericht, hier der Bank for International Settlements. Also muss ein Kunststück gewesen sein, Folie 1, das bietet sich dann für Präsentationen an und das ist ein Titel, der funktioniert eigentlich immer, ja, also so ganz verkehrt ist der nie. Folie 1 war hier zum BEM-Pilotvorhaben und Platz 6, Text, hat uns auch gut gefallen, weil auch so ein Allrounder, ja, und war auch wieder eine Stellungnahme. Adresse eingeben ist mal wieder was ganz anderes, ja, sowieso, also mit diesen eckigen Klammern, das ist dann... Sieht eigentlich ganz nett aus, ja. War nicht mal ein Formular, sondern auch eine Stellungnahme, eine ziemlich umfassende, die sich dahinter verbirgt hat. Und jetzt kommen wir so langsam in diese Bereiche, ja. ASDF, man weiß es gleich, da muss es halt schnell gehen, man hatte nicht Zeit, jetzt die ganzen, also war jetzt zu kompliziert, ja. Und man weiß ja, was ist ja klar, also all die Wiesen, was dahinter verbirgt. Hier ein ganzer Brief hier von einem Verlag jetzt, vom Reinhardt Verlag. Ja, die haben halt nicht so viel Zeit, ist ja klar, das versteht man ja. Ja. Normal.dot, weiß man zumindest, hey, die haben mit einer Dokumentvorlage gearbeitet, aber es war halt auch nur die Normal.dot. Ja. Weiter hat es nicht gereicht.
Also hier auch so, der ist sogar ein Dokument jetzt vom BMWi gewesen. Und das fand ich auch ganz sympathisch. Platz 2. Ja, also man muss sagen, das war jetzt einer der längeren Titel, da haben die sich schon Mühe gegeben, ja, aber passt natürlich auch nicht so richtig zum Inhalt, war ein Projektsteckbrief. Schade eigentlich, ja, dass man da auch nicht so viel über den Inhalt dann erfahren hat. Und jetzt, Achtung, Platz 1. Ja, das war also mit eindeutigem Votum bei uns intern, wir lagen alle unter den Tischen, leeres Blatt. Also, ist doch, also fand ich irgendwie, das war schon wieder so gut, dass es Kult ist, oder? Ist natürlich kein leeres Blatt, sondern hier eine wichtige Tabelle, Liste der Referate, bei denen eine Ausbildung möglich ist. Wahrscheinlich bekommen die keine, also mit einem leeren Blatt, ja, bewirbt sich keiner dort oder so. Okay, das nur so am Rande. Zum Abschluss gehen wir noch drauf, was können wir über die Erstellungsprogramme sagen? Und natürlich, ich habe jetzt keine Folien, Uli, du hattest gefragt, über von den Anteilen her, das wissen wir natürlich auch. Und natürlich ist ganz klar, dass die Mainstream-Programme, also letztendlich ist es Microsoft Word, Adobe PDF Maker, Acrobat Distiller und selbst Mac OS X noch, also die PDF-Konvertierung von Mac OS X, dass die größten Anteile haben. Ich habe jetzt keine genau zu diesen Zahlen, sondern was wir ausgewertet haben, ist der durchschnittliche PDF-UA-Index. Ja? Das heißt, wir haben alle Dokumente herangenommen, die jetzt entweder jetzt beim Creator oder beim Producer einem dieser Kategorien zuordbar waren, weil es manchmal an unterschiedlichen Stellen steht. Und dann kam raus, also man sieht ganz deutlich, wenn man zum Beispiel den Acrobat Distiller einsetzt, das macht man eigentlich, also da ist eigentlich klar, da können gar keine Tags entstehen. Deswegen alle die Zahlen sagen eigentlich, sind ungetaggte, ja, aber das ist dann eher eine Nutzergeschichte, dass er einfach die falsche Konvertierung genutzt hat. Während bei den anderen dreien hier sieht man, da die haben Tags und das sind so Durchschnittswerte. Ja, jetzt ist es natürlich beschränkt, wir hatten jetzt 3000 Dokumente nur analysiert, es kann nur eine Richtung geben, aber jetzt nicht irgendwie ein finales Urteil. Ja, von dem, aber zumindest mal eine Richtung, was man out of the box kriegen kann, sind gute und schlechte Dokumente darunter. Ja? Da muss ich dir widersprechen, weil Distiller steht zwar in dem Header drin, das ist ja wahrscheinlich auch das, was ihr ausgewertet habt, was ja im Prinzip eher ein Druckertreiber ist, aber du kannst danach ja das Dokument nochmal verändern. Mhm. Also sprich, wenn du mit FrameMaker ein PDF erzeugst, dann geht das auch über den Distiller, wird aber sehr wohl getaggt. Mhm. Steht aber in dem Header, steht Distiller nach wie vor drin und nicht FrameMaker. Also musst du aufpassen, weil du kannst jetzt nicht sagen... Nee, ich muss sagen, das hatte ich nicht deutlich genug ausgedrückt, wir haben die Word-Kombination, das waren jetzt nur auf Word-basierte Dokumente. Das heißt, wenn zum Beispiel, da würde ja den Trend stehen, beim Creator würde da ja den FrameMaker dran stehen. Nee, steht teilweise halt nicht, weil wenn du das einmal abgespeichert hast und ja, du das PDF nochmal verändert, dann wird Das ist sowieso klar. Dann wird nicht überschrieben. Genau. Eben. Ja, zum Beispiel, das ist genau der Punkt, selbst wenn man mit Acrobat das dann optimiert oder mit irgendeinem anderen Tool, ja, QuickFix oder was es sonst noch so für Tools gibt, um barrierefreie PDFs zu optimieren, das steht natürlich nicht drin, da wird es nicht neu reingeschrieben, das ist klar. Ebenso ist es zum Beispiel mit Made-to-Tag und InDesign, also bei Made-to-Tag, das wird auch nicht reingeschrieben, weil ja die Basis eigentlich die InDesign-Konvertierung ist, deswegen lässt sich das nicht feststellen. Ja, also da an diesem Punkt. Aber, also, ich finde das ganz spannend, wenn man da zu einer Vereinheitlichung kommen würde, dass man da bessere Aussagen treffen könnte. Also das ist jetzt nur so, einfach mal, bei diesen 3000 Dokumenten, die Word-basierten, nur die Word-basierten haben wir hier jetzt rausgenommen, weil da ließe sich das feststellen, also wenn das Autorenwerkzeug Word war, mit welcher Konvertierung, dann ist das hier die Auswertung. Wie viel Prozent würde dieser PDF-UA-Identifier, wenn der fehlt und alles andere wäre okay, wie viel Prozent Abzug gibt es? Weil höher kann Word nicht. Ne? Ja, also dann wäre es immerhin noch 99. 99, okay. Wenn nur der Identifier fehlen würde. Genau. Das heißt, hey, also 99 ist ein super Wert, also damit könnte man leben. Ja, also.
kann nicht die alleinige Ursache sein für die Zahlen oder für die Ergebnisse. Okay, kurz nochmal Fazit und Ausblick. Also hier nochmal, das war die Zusammenfassung, 57% sind getaggt, der Dokumente, die wir jetzt für den neuen Zeitraum untersucht haben. Der durchschnittliche PDF-UA-Index ist leider etwas gesunken. Ja? Ziel wäre wirklich auf 95 dazu kommen, aber wir haben ja schon gesehen, es gibt nur einige wenige Ministerien, die wirklich sich engagieren. Ja? Die lassen sich an einer Hand abzählen, von 14. Ja? Und die anderen, da passiert es zufällig oder gar nicht. Also deswegen ist das schon mal der größte Grund. Und was man sagen kann, PDF-UA ist auf alle Fälle stärker verankert. Es gab dort eine große Steigerung, ja, von der absoluten Zahl der 100er Dokumente. Also letztes Jahr noch 131, jetzt 207. Also prozentual ausgedrückt 7,1% aller analysierten Dokumente sind jetzt 100er Dokumente. Ja, und 4% waren das letztes Jahr. Genau, da war noch das, was wir gerade gesehen haben in den Erstellungsprogrammen, was der durchschnittliche PDF-UA-Index ist, dieser Dokumente, wenn sie aus Word erstellt wurden. Und hier nochmal die Rangliste der Ministerien, also die fünf, wo man sagen kann, die sich wirklich darum kümmern. Interessant war das noch so, es gibt da auch Unterschiede. Man merkt zum Beispiel beim BMWI, die engagieren sich für die aus InDesign erstellten. Die haben richtig gute Werte, sie haben sehr viele hunderte Dokumente, die aus InDesign erstellt wurden, ja, während die anderen Dokumente total absacken. Ja. Das heißt, es hängt natürlich von der Abteilung ab und so weiter, wo ist schon ein Workflow implementiert. Und ja, Außenperspektive, wir wollen natürlich das weiter, wir wollen, dass es einfach noch weitere Kreise zieht. Gutes soll man sichtbar machen, ja, das Engagement sichtbar machen. Auch im nächsten Jahr wird es wieder diese Studie geben, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, hier die alte Fußballerweisheit, also deswegen ins Zeug legen. Und nach innen hin kann man diese Technologie natürlich auch nutzen. Also wir haben, das werden wir dann morgen vorstellen, einen ersten Prototypen zum internen PDF-UA-Monitoring. Das kann man dann regelmäßig machen, man könnte es auch wöchentlich machen, dass man immer sieht, oh, welche Dokumente sind neu dazugekommen. Das war der Herr so und so, ja klar, da geht es zurück, der kriegt erstmal eine Abwatschung oder sowas. Ja. Also diese Dinge sind machbar und letztendlich kann man es so in den Griff kriegen. Gut. Artikel wird erscheinen in unserem Blog und wenn noch Leute hier von Ministerien sind oder Dienstleister von Ministerien sind, also so eine Zusammenfassung kann man wieder erhalten und mal als Ausgangspunkt nehmen für Optimierungen. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Das war jetzt zwischendurch schon eine rege Fragestunde hier. Ich sprinte mal mit dem Mikro, damit das alles schön wird. Hallo. Angelika, wir sind da jetzt nicht mit drin. Was jetzt auch ganz schön ist, ich habe nur mal gefragt, wir sind so eine Querschnittsbehörde. Ne? Also wir stellen halt ganz viele externe PDFs ein, weil wir wirklich so alle Ministerien mitbedienen. Mhm. Und ich meine, wenn sie natürlich barrierefreier werden, profitieren wir davon. Ganz aber wie würdet ihr das zählen? Also wir versuchen auch, wenn es externe PDFs sind, die eben nicht in unser System zu holen, sondern die sozusagen auch auf die zu verlinken. Mhm. Extern zu verlinken, würden die dann trotzdem mitgezählt? Nee, die zählen nicht. Nee. Wir crawlen quasi die Kern-URL und wenn die Dateien wirklich also zu dieser Kern-URL gehören, dann werden sie rausgezogen, jetzt einen Link zu setzen. Das, da ist man ja auf der sicheren Seite. Das ist eigentlich der beste Weg, weil dann hat derjenige die Verantwortung, bei dem diese Datei liegt. Genau, weil wir eben so viele haben. Genau. Und auch rein leisten sozusagen, ja, wenn es ein oder zwei wären, dann würden wir es vielleicht machen, aber. Unzählige. Ja, genau. Okay, cool. Danke. Hallo, Sophie Schneider, CPS IT. Wir machen halt die barrierefreien PDFs für das Bundesumweltministerium. Deswegen die Frage, wie geht ihr damit um, was ich vorhin schon sagte, mit, es gibt viele Dokumente bei uns, die sofort eingestellt werden müssen und je nachdem, wie groß die Dokumente sind, wie viele Ressourcen wir im Bereich barrierefreier PDFs haben, werden die dann früher oder später ausgetauscht. Mhm. Und auch je nach Vorgabe natürlich von der ÖA von oben gibt es mal die Maxime, es wird erst eingestellt, was barrierefrei ist, dann wechselt es wieder, wie es wird alles gleich eingestellt. Wie könnt ihr das berücksichtigen? Weil sonst ändern sich auch die Noten natürlich jedes Jahr, je nachdem,
wie wann sie gerade was erwischt, wie hat das Core. Ja, also jetzt spontan würde ich sagen, naja, in der Summe relativiert sich das wahrscheinlich wieder. Also hat es, glaube ich, nicht so den großen Effekt. Aber andererseits ist es so, das ist natürlich, das können wir nicht, wir können nicht weiter unterscheiden. Also so ist es nicht, wenn es dann noch so ein interner Entscheidungsprozess ist, das kann man bei dieser Art von Prüfung kann man das nicht berücksichtigen. Also ihr nehmt die erste öffentliche Entscheidung. An den Tag, an den Tag. Genau, ja. Also, es hängt natürlich ein bisschen von dem Crawler ab, aber jetzt der Google Crawler, bei dem ist es so, wann hat er diese URL, ja, wann hat er die das erste Mal indiziert? Und dann fällt er nämlich in diesen Zeitraum rein. Und wenn aber genau der gleiche Dateiname verwendet wird, um dieses Dokument auszutauschen, dann bleibt es. So kann das entstehen. Also, und ich denke, vermute, das macht ihr auch, dass ihr, das hat den selben Schein. Genau. Genau. Blöde Frage von mir, wenn ich Ministerium bin, lege ich mir einfach eine Dropbox zu, werfe da meine PDFs rein, dann indiziert die nicht. Also der Crawler die nicht. Kann ich die Idee verfolgen? Ja, du hast gesagt, ihr crawlt nur, was unter der Root-URL liegt, also bni.de sage ich jetzt mal. Ja. Wenn es BNI unser Geständnis weiß, dann liegt jetzt für die Studie. Ich meine, wenn man es natürlich intern macht, und da sollte man ja Interesse haben, dass es eigentlich möglichst vollständig ist. Wäre es natürlich auch möglich, bestimmte Ortbau oder so auszuwählen. Das ist klar, das legt man dann fest. Aber für die Studie ist es ja schon so, wir nehmen natürlich nur die, die jetzt richtig veröffentlicht sind. Das heißt, und jeder andere auch Zugriff drauf hat. Ich weiß nicht, ob jetzt kleine Anna auf deine Dropbox zugreifen darf oder so, dann hast du vielleicht ein Security-Problem. Ja. Aber das heißt, also rein theoretisch könnte ein Ministerium eure Studie beeinflussen, indem sie den Link sozusagen auf der Webseite verlinken auf unsere Server oder was auch immer, dann würdet ihr die nicht vorschlagen. Also, wenn jemand beispielsweise jetzt, wie das in dem Fall, den wir jetzt eben hatten, in Österreich ist es so, es ist teilweise so, dass die ihre Publikationen unter einer anderen URL haben, aber in Österreich funktioniert es aber etwas besser mit den Ministerien, die sind ja da zu kooperieren, die haben auch ein starkes Eigeninteresse, die stehen auch etwas besser da. Und da ist es dann natürlich so, dass wir das dann berücksichtigen. Also wäre kein Problem zu sagen, naja, unsere Dokumente, die stehen eigentlich Teil da und Teil da, dann nimmt man halt für dieses Ministerium 2 URL. Dann wäre es auch kein Problem. Ja? Genau. Ist ja die Frage, ob wir es wissen oder nicht, aber natürlich, wenn wir es nicht wissen und die mauscheln da rum, wäre schon möglich. Ja? Ich merke dann, mit der Energie kommt ja ein bisschen durch, aber gut. Ja, das haben wir ja alles. Gut, ganz klar, ob ich die Frage hier? Eine Frage noch. Hat nicht unbedingt was mit Barrieren. Aber danach ging es eigentlich um meine. Ich habe nur gerade gedacht, es wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man genauso eine gleiche Studie machen würde für PDFs, die von der alten Karte werden könnten, aber nicht ausgebracht von der Lage, sondern nur für irgendwelche Blätter mit Barrieren aus, beziehungsweise sogar noch PDFs durchsuchen oder crawlen und keine Metadaten nicht haben. Also sprich einfach so dahin geprotzen. Bei den Living Days ist es ja noch sehr löblich, ja, aber die müssen das tun, wegen Barrierefreiheit. Wenn man da so eine Privatwirtschaft guckt, dann ist das schlecht, dann muss ich mal rechnen, wenn ich dann solche Dokumente da bekomme. Nur mal so als Idee, vielleicht könnte man das ausbauen auf andere Bereiche, aber auch, wäre mal echt hochinteressant und dann so vielleicht noch ein bisschen hoch auf verschiedene Ja, klar, wäre übertragbar auf ganz viele Gebiete und würde lauter interessante Daten herauskommen, das bestimmt. Ja. Gibt es noch? Ich habe eine Frage. Wir kämpfen ja schwer, wir sind also in Bayern bei einer Behörde, sonst so. Wir kämpfen schwer um Argumente, wie man die Demokratisierung herbeiführt. Wir haben da große Probleme. Das ist alles nicht notwendig. Ja, da sind wir uns unserem Thema klar, oder? Also, genau. Also, die polnischen Freunde bestellen, oder? Okay. Ja, ja, das ist ein Kernproblem. Also, das ist ganz klar. Ich meine, es gilt leider immer noch dieser Satz, so war der schon vor 5 oder 10 Jahren, letztendlich dort, wo Leute sitzen, die sich persönlich engagieren, da geht was voran.
Ja? Und wenn es dann nur so ist, irgendwann manchmal selbst da nicht. Ja? Genau. Also, haben wir aber auch gescheitert bestimmt nicht. Ja. Die Entscheider, die haben es anders. Ja, nee, da brauchen wir die Rückendeckung, das ist ganz klar. Also, das muss von oberster Ebene muss das abgesegnet sein. Und letztendlich ist es schon so, also man schafft es nicht einfach nur so nebenher, man muss da schon mal also grundlegend an die Workflows rangehen. Ja? Also ich glaube, ein Punkt ist, dass man dieses Denken wegbekommen muss, es gibt ein paar Blinde und für die müssen wir das machen, da gibt es irgendwie so eine blöde Verordnung. Ne? So ein Argument, wo man die Leute entscheidend auch packen kann, ist zum Beispiel die Qualität der Dokumente, was so Google-Ranking angeht. Weil Google sagt ganz klar, barrierefreie Dokumente, getaggte Dokumente sind im Ranking deutlich besser gewichtet. Also das könnte gegebenenfalls, wobei er dann in der Privatwirtschaft über den Ministerien, aber es könnte so ein Argument sein, dass man einfach wegkommt von diesem merkwürdigen, dieser merkwürdigen Sicht darauf. Ne? Anderer Punkt ist der ganze Punkt Globalisierung, Sprache und so weiter, weil Barrierefreiheit hat auch was zu tun mit Sprachen, mit der Zugänglichkeit für Dokumente, wenn es um unterschiedliche Sprachen geht. Also Migration, Globalisierung ist ein Stichwort, wo man die Leute auch packen kann. Dann unser Alter, ich meine, wir erleben alle selber, dass unsere Augen schlechter werden, ne? Und auch die Entscheideraugen werden schlechter. Nee, die werden ja immer dünner, die jünger, die Entscheider. Ah, die Entscheider werden immer jünger. Ne? Und Mobile Devices auch. Genau, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber letztendlich ist es so, man kommt mit der Barrierefreiheit leider nicht bei allen Menschen durch oder entzündet da ein Feuer. Aber was ganz klar ist, wenn man ein PDF-UA-Dokument hat, dann ist es zukunftsfähig. Ja, das haben wir gesehen, ob das jetzt Next Generation PDF heißt, ja, was ich ja schwer hoffe und wo wir alle dran arbeiten, oder ob es dann doch irgendwie was anderes wird, ich möchte halt doch zu HTML konvertieren oder so irgendein anderes zukünftigen strukturierten Format, das wirklich auf Mobile Devices gut nutzbar ist, dann ist PDF-UA die Grundlage. Und darum geht es eigentlich. Also soll man die Dokumente, also inzwischen ist ja ganz klar, auf Mobile Devices, die meisten greifen aufs Internet über Mobile zu, ja, und nicht mehr am Desktop-Rechner. Und man muss letztendlich das Dokument auch ein bisschen neu erfinden. Ja. Und das passiert ja auch gerade mit Next Generation PDF. Wir wissen nicht genau, wie das denn die Informationen denn so sein, wie man denn genau darauf zugreifen wird, aber wenn eine Strukturebene vorhanden ist, sei es im PDF-UA oder dann im Next Generation PDF, ja, dann ist man gerüstet dafür. Also das ist letztendlich der Kern. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wie kann man Menschen sensibilisieren? Also ich habe ja irgendwann verglichen den Begriff. Das wird auch gezeigt. Den Begriff Barrierefreiheit gar nicht mehr so oft in den Mund zu nehmen, sondern weil der so negativ besetzt war, über Jahre habe ich das immer wieder gesagt, und dann bin ich die schon wieder. Und kam gar nicht gut. Ein bisschen habe ich es dann erreicht über das Stichwort Usability. Und wenn ich zum Beispiel so eine Einführung gemacht habe, wie erzeuge ich ein barrierefreies PDF in dieser Word-Datei, dass das zum Beispiel diesen Lesezeichen. Ach, das ist ja toll. Also das will ich gar nicht wissen. Und auf diesem Wege schon mal zu sensibilisieren und zu sagen, guck mal, was alles geht. Ne? Also ja, das hat schon auch angefangen. Ja. Und seitdem ich mich da zurückgenommen habe, geht es ein bisschen besser. Es ist jetzt sogar so weit gekommen, dass wir auch so eine Art, was du jetzt hier vorgestellt hast, haben wir gemacht für die vorhandenen Studienbriefe, dass wir so ein Ranking gemacht haben, dass wir gesagt haben, so wenn diese drei Punkte erfüllt sind, dann können wir weiter gucken. Wenn die nicht erfüllt sind, zum Beispiel, dass der Text ist, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja nicht immer der Fall, dann raus damit und dann müssen wir nochmal dran. Also das ist jetzt immerhin schon mal aber nach Jahren in den Prozess gegangen, das finde ich erstmal ganz positiv. Also letztendlich unsere Erfahrung ist, dass man muss ein Köcher gefüllt haben mit den verschiedenen Argumenten. Ja. Barrierefreiheit, wenn ich jetzt mit dem Betriebsrat rede, dann kann ich Barrierefreiheit schon auch mal nutzen. Wenn ich aber mit anderen Leuten rede, dann brauche ich eher das mobile Fähigkeit und so weiter oder Usability. Und genau, also das heißt, da müssen wir ein bisschen flexibel sein, ja, wenn man, oder ein bisschen ausprobieren, auf was springen die Leute denn an? Also
Da vielleicht nochmal ein kleiner Werbeblock in einer Sache. Die Session danach ist im Doppelblock, geht genauso um dieses Thema. Also wo sind die Probleme und wie kann man die vielleicht auch lösen? Ist allerdings in Englisch, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, ich verstehe es trotzdem. Nach der Mittagspause. Nach der Mittagspause jetzt noch die letzte Frage, dann können wir alle also bei Mittags weiterschmeißen. Ja, danke. Keine Frage, sondern eher ein Wunsch oder eine Anregung. Markus, also erstmal Kompliment. Ich finde das ganz toll, diesen Approach, diesen Ansatz, den ihr da macht zur Barrierefreiheit. Weil ich glaube nämlich, ein Grund dafür, weswegen wir auch so schlechte Ergebnisse haben, sind nicht nur die Aufwände und das Bewusstsein, sondern auch die Unsicherheit und die Bewertung dessen. Und insofern habt ihr einen sehr wichtigen Schritt, ersten Schritt gemacht, Richtung, ich sag mal, Indexierung oder Bewertungsskala zu überhaupt mal anzulegen. Bisher hatten wir das Problem, den Standard GDF-UA, den gibt es mittlerweile seit 5 Jahren, aber es gab immer nur ganz oder gar nicht. Und dann haben viele gesagt, ganz schaffen wir eh nicht, also dann lassen wir es. Ganz toll, und jetzt kommt mein Wunsch oder meine Anregung. Könntet ihr, das fände ich sehr sinnvoll, wenn andere das aufgreifen, die Bewertungskriterien für euren PDF-UA-Index, könntet ihr die veröffentlichen? Ich würde das gerne machen für andere Behörden, Ministerien, wie auch immer, denn in meinem Umfeld, die ich kenne. Ist das denkbar oder habt ihr das vielleicht schon getan? Damit man das nachvollziehen kann. Und das vergleichbar ist. Dass es vergleichbar ist und dass auch andere Anbieter vielleicht erstmal sich selbst intern testen und bewerten können, zu gucken, wo würden wir denn eigentlich landen. Ja, ist schon so gedacht, also denkbar, klar. Ja. Gut, dann nochmal danke, Markus. Danke dir, Klaas.